Die Aufgaben meiner SharePoint-Liste möchte ich in der Zeitachse sehen und diese auch formatieren. Ich habe hier auf der linken Seite sichtbar meine Teamaufgaben, das ist die Aufgaben-App. Dort sehe ich Aufgaben, auch eingerückte, also dass das hier Unteraufgaben vom Amsterdam Excel Summit sind. Ja, und diese Aufgaben hier, die kann ich in die Zeitachse einfügen, entweder als Block, als Balken hier oder als ja, so eine Art Meilenstein oder hier drüber liegende Zeitspange. So, gucken wir mal. Hier ist ein Datum, sehe ich da, da sehe ich den 4. April, da soll ein Vortrag vorbereitet werden. Ich klicke auf die drei Punkte und da sehe ich zur Zeitachse hinzufügen und mal gucken, was das für ein Vorgang war. Ah, das findet statt zwischen dem 31.03. und dem 3. April und meine Zeitachse wird entsprechend auf diese Skalierung angepasst. So, wenn ich da oben hinklicke, sehe ich auch wieder die Zeitachse. Ich gehe mal auf den nächsten Vorgang, Hotelbestätigung einholen. Da sehe ich kein Datum. Ich sehe kein Datum, muss halt gemacht werden. Ich schaue mal, zur Zeitachse hinzufügen. Aha, da gibt es wohl ein Datum, aber das ist nicht das Fälligkeitsdatum. Das ist wohl das, wann muss ich anfangen, Datum. Ich klicke hier mal drauf, Hotelbestätigung einholen. Gucken wir uns die Aufgabe mal genauer an. Da ist ein Anfangsdatum gesetzt. Ja, und weil es nur ein Datum gibt, gerade ein Datum, da zeigt er mir dann entsprechend, ich klicke mal auf Schließen, zeigt er mir entsprechend dann hier nicht einen ja, Balken an, sondern hier wie so eine Art Meilenstein den Text, den kann ich verschieben, den kann ich unter den Balken bringen, also unter die Achse, den kann ich höher legen. So, gucken wir nochmal. Da gibt es ja einen übergeordneten Vorgang AES 2015. Den möchte ich auch gerne in die Zeitachse hinzufügen, aber der hat überhaupt keine Datumswerte. Wenn ich sehe, das geht vom 19.03. und die Tage sind am 14.04. Ja, das weiß ich. Da gebe ich jetzt hier kurz Datumswerte ein, zu öffnen. Ohne Datumswerte kann er die ja schlecht in der Zeitachse darstellen. Das heißt, ich gehe mal kurz oben auf Element bearbeiten, trage ein, vom Planung läuft vom 18.02.2015 bis zum Abschlussessen am 14.04.2015. So, gebe jetzt diesen Vorgang hier mit Datumswerten ein. Dann ist er ja entsprechend breit. Und wenn ich den hier oben jetzt einfüge zur Zeitachse, habe ich natürlich parallel laufende Balken und eigentlich ist das ja die Oberstruktur zu diesen Vorgängen darunter, wie auch hier zum Beispiel das Sightseeing. Ich klicke hier auf Zeitachse hinzufügen. So, jetzt ist er in der Zeitachse hinzugefügt. Ich kann die auch hier parallel legen. Ja, und sehe AES hier wie so einen einzelnen Vorgang, wie so eine einzelne Aufgabe darüber. Ja, den möchte ich ein bisschen anders legen. Den klicke ich an. Und wähle oben im Register Zeitachse im Menüband als Beschriftung anzeigen. Jetzt spannt er sich hier drüber. AES spannt sich hier drüber und ja, fängt praktisch Vorgänge zu diesem Event ein. So, das mache ich mal nach unten. Das lege ich mal in die gleiche Zeile. Was ist denn hier passiert? Das ist ja ein bisschen klein hier. Welcher Vorgang ist denn das? Attraktion Amsterdam für Sightseeing, da sehe ich, der ist einfach zu schmal, dass der Text hier drin liegen kann. Dann packe ich den doch auch als Beschriftung vielleicht dazu. Und da sehe ich, der hat ein Anfangsdatum, der hat ein Fälligkeitsdatum, zwei Datumswerte. Aber wenn ich mir das mal anschaue, dann liegt der eine Wert frühmorgens, das hatte ich eingetragen, das sieht man gerade nur nicht. Der eine Wert liegt morgens um 8, der andere um 17 Uhr. Also spannt er hier knapp einen halben Tag auf. Und ja, das kann natürlich hier schlecht als Block dargestellt werden. Also, ich kann beliebig meine Aufgaben in die Zeitachse unterbringen, sind allerdings die Werte gar nicht passend zu dem, was ich oben ausgewählt habe. Hier ist zum Beispiel 31.12.1.1., also über zwei Tage was. Und ich klicke hier auf zur Zeitachse hinzufügen. Dann wird mir natürlich hier mein Block und dann die ein Dreivierteljahr später stattfindende Aufgabe, das wird mir das ganz schön hier ja klein gezoomt. Na, dann beschränke ich mich vielleicht auf aktuell
Anstehende Aufgaben. Ich nehme den mal wieder aus der Zeitachse heraus. So, was kann man denn hier einstellen? Wir sehen ja hier Schriften, Schriftfarben, wir sehen hier Datumswerte, wir sehen hier ja Farben für die Füllungen. Und oben, wenn man auf die Zeitachse klickt, gibt es ein Register Zeitachse. Und klicke ich zum Beispiel jetzt auf diesen Vorbereiten, auf diese Aufgabe, da sehe ich, da kann ich zum Beispiel die Farbe ändern. Da ist ein Eimer auf der linken Seite und da könnte ich die Farbe zum Beispiel auf Orange ändern. Die Schriftart, die da drin steht, die kann ich umfärben. Andere Schriftfarbe, ich nehme mal Rot, sieht man jetzt kaum noch. Schriftgröße, klar, kann man alles ändern. Sonst wäre es ja hier nicht zur Auswahl. So, Fett kann ich stellen. Daneben. Vorgangstermine. Ich sehe hier die Vorgangstermine an den Vorgängen. Ich sehe aber auch, wo die verortet sind. Also ich könnte sie mir wegblenden, dann sehe ich nur die Vorgangsnamen. Von wann bis wann geht diese Zeitachse gerade? Anfangs- und Endtermin sehe ich dann vorne und hinten dargestellt. Dann habe ich, nehme das mal wieder weg, dann habe ich hier irgendwo, hier, irgendwo steht heute. Ich nehme mal heute weg. Ah, man sieht heute gar nicht. Ah, weil kein Vorgang gerade vor dem heutigen Datum liegt. Ich brauche mal was, was ein bisschen früher liegt. Trag mal schnell eine Aufgabe ein. Aufgaben, neues Element. Meine Aufgabe lautet Zeitachse anpassen. So, und tun wir mal so, als hätten wir den 1.2.2015. Klick auf Speichern. Und nehme mal diesen frühen Wert hier in die Zeitachse auf, zur Zeitachse hinzufügen. So, dann sehe ich den hier. Und wenn ich dann heute anwähle, ja, dann sehe ich hier so ein Schildchen. Achtung, das ist der heutige Stand. Ja, soll die Zeitskala angezeigt werden? Die Zeitskala ist die Beschriftung hier dieser Zeitachse. Macht schon Sinn. Wie ist das Datumsformat, das hier eingestellt ist, inklusive Uhrzeiten? Ne, da sehe ich es, von 8 bis 17 Uhr, da habe ich es eingestellt. Ansonsten geht es immer von 0 bis 0. Okay, da könnte ich auch ein Kurzformat nehmen, den 28. Ich weiß ja, in welchem Monat ich bin. Ich sehe ja die Monate, dann kann ich auch hier die Tage nur darstellen. Wenn der Bildschirm ein bisschen breiter ist, macht das auch mehr Spaß. So, Zeitachsenbreite sperren. Ich habe ja jetzt hier eine Auflösung von dem Bildschirm, die ist ungefähr 1300 mal 768 Punkte, 1366 mal 768. Wenn mein Fenster kleiner wird, wenn das Fenster kleiner wird, sehe ich, passt der auch die Zeitachse an, zoomt der oder staucht der die mit. Es gibt irgendwo so eine Schmerzgrenze. So, und dann wird es auch wieder größer. Was ist, wenn ich es jetzt so klein habe und die Zeitachse sperren anklicke? Jetzt gehe ich ins Vollbild. Die Zeitachse wird sich nicht dynamisch der Breite des Fensters anpassen. Das heißt, ich kann sagen, okay, die soll gerade so breit sein, dass sie hier über meine Aufgaben passt, soll sich also nicht noch weiter verbreitern. Ansonsten, ich entspanne die mal. Klick, ja, sie nimmt wieder die volle Breite ein. Hier oben als Beschriftung anzeigen, wieder als Balken anzeigen. Hatten wir ja schon gesehen. Wo ist er denn? Da, als Balken anzeigen. Ne? Zeig es als Balken an, als Beschriftung. Oder natürlich, wenn die Aufgaben erledigt sind, aus der Zeitachse entfernen. Also, man kann viele Aufgaben haben. Nicht alle dieser Aufgaben sind so wichtig, dass man hier oben einen Überblick benötigt. Hier könnten markante Zahlungstermine, Abgabetermine vermerkt sein, markante Projektphasen. Die muss man dann auch bei Zeiten wieder aus der Zeitachse entfernen. In den folgenden Videos geht's mit SharePoint und den Aufgaben weiter. Abonnenten des Kanals werden da schneller informiert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.